Männer und Frauen tun Dinge und empfinden Dinge so, wie es die Natur von ihnen verlangt. Der Großteil der Ergebnisse, die Frauen und Männer bekommen, genauso wie die sehr verschiedenartige Kommunikation zwischen beiden Geschlechtern, ist auf hormonelle Veranlagung zurückzuführen und hat weniger was mit Sozialisierung, also dem Umfeld, zu tun. Bei der Lebenserwartung ist es ganz genauso. Einer der Gründe, warum Männer früher ableben als Frauen, ist, dass sie aufgrund von Testosterondominanz höhere Risiken eingehen, dadurch öfters scheitern, aber eben auch mehr Höchstleistungen erreichen als Frauen, was zur Folge hat, dass Männer höheren Leistungsdruck haben und früherer Verschleiß auf psychosomatischer Ebene einsetzt. Männer kommen auf Ideen, auf die Frauen meist nie kommen würden, die sie selbst für hirnverbrannt, aber doch anregend empfinden und die generell nur von Männern verstanden werden können.